haben Saft auf dem Mikrofon. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, Herrinnen, zum weiteren Pressegespräch zwischen dem EV Füssen und dem TSV Herding. John, es tut mir leid, der Urlaub kannst du noch nicht antreten. Es gibt ein weiteres Spiel, das fünfte Spiel in Herding. Wolltest du ja nicht mehr nach Füssen kommen, obwohl es eigentlich bei uns ja sehr schön ist. Aber wie hast du das Spiel heute empfunden? Ja, Gratulation zuerst an Füssen. Okay, Markus und deine Mannschaft. Danke. Es hat nicht gereicht heute bei uns. Der erste Giro war nicht so toll. Und ja, das war, hat der Fuß ein bisschen Wind gegeben, wir haben hart gearbeitet, gut gelaufen. Aber dann haben wir die letzten zwei Drittel eigentlich gutes Eishockey gespielt. Dummes Strafe und letzte Drittel, das hat uns das Spiel gekostet. Ende. Okay. Ja, Markus, meine Serie ist erst nach fünf Spielen, wenn es Best of Five gibt, nach fünf Spielen manchmal auch zu Ende, nicht nach drei Spielen, wie es vielleicht der Kollege John gemeint hat. 2-0 Rückstand, 2 Spiele aufgeholt. Das Ausschlaggebende war meines Erachtens das Psychologische, dann auch ich in Erding gewonnen hat. Und heute, wie hast du das Spiel von der Bande aus empfunden, gesehen, analysiert? Ja, guten Abend zur Serie. Ja. Am Sonntag waren wir natürlich alle down. Klar, 0-2 hinten. Keiner hat mir damit gerechnet, dass wir zurückkommen, bis auf die Mannschaft natürlich. Nee, wir haben jetzt in Erding, muss ich sagen, sehr, sehr gut gespielt, über weite Strecken des Spiels. Und heute haben wir den Schwung, denke ich, mitgenommen. Im ersten Drittel haben wir ein sehr gutes Hockey gespielt und verdient, glaube ich, auch mit 1-0 geführt. Im zweiten Drittel nach der 1-0-Führung waren wir wieder leichtsinnig, zu offensiv. Und meine, wir müssen unbedingt das zweite Tor machen und nicht das erste Gegentor verhindern. Das war nicht gut, stellenweise. Da war Herding die bessere Mannschaft im zweiten Drittel. Ja, im Schlussdrittel war natürlich für uns ganz wichtig, in Überzahl sofort, kurz nach Wiederbeginn, da den Ausgleich zu schießen. Und dann haben wir nochmal ein Überzahl-Tor geschossen, das 3-2, also wie gesagt, 2 Überzahltreffer im Schlussdrittel. Das war dann der Sieg, obwohl Herding noch wirklich wahnsinnig viel Druck ausgeübt hat. Also es ist wirklich eine wahnsinnig starke Mannschaft mit schnellen Stürmern, aggressiv. Gutes Passspiel, gute Schussqualität, also muss man wirklich sagen, was da die letzten Wochen in Erding entstanden ist, was der John da zusammengestellt hat, wirklich das aller Ehren wert. Ja, jetzt kommt es zum Showdown am Sonntag in Erding, großes Finale, Finalspiel. Schade, eigentlich hätte es keine Mannschaft verdient zu verlieren. Beide sind, denke ich, in etwa gleich stark, aber die Chancen stehen 50-50. Eine Mannschaft wird es packen, die andere Mannschaft muss nochmal in die nächste Runde. Wir hoffen natürlich, dass wir am Sonntag die Glücklichen sind, genauso wie jetzt am Dienstag und heute. Wir werden alles dran setzen, dass wir die Serie gewinnen und nach 0-2 Rückstand dann vielleicht noch 3-2 in Führung gehen und die Saison beenden können. Aber wie gesagt, noch ist nicht alle Tage Abend, noch haben wir nichts erreicht, weder Erding noch Füssen, wir haben gar nichts erreicht. Kommt jetzt auf ein Spiel drauf an, da müssen wir alles geben. Wir werden alles geben. Ich hoffe, dass alle gesund sind, alle fit sind. Und dann treffen wir uns hoffentlich vor guter Kulisse. Ja, den kann es auch brauchen, genauso wie wir heute. Vor guter Kulisse dann nochmal zum entscheidenden 5. Spiel in Erding. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Statement bei der Dana. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Und dann zum Showdown am Sonntag. Wer letztendlich dann der Gewinner sein wird, das stellt sich dann raus. Also wie gesagt, Markus hat schon gesagt, schade, dass einer ausscheiden muss oder beziehungsweise noch mal spielen muss. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Alles Gute. Sonntag.